Okay, das heißt, ich muss auch gleich ein paar Fackeln machen, wenn ich hier schon Kohle einsammle. Sonst tot. Nur Fackeln gleich tot. Jetzt, ach da. Ja, komm, so und so. Habe ich wieder Fackeln. Eisen ist auch immer wichtig. Ich bin schon noch entmutet. Ja, doch, ich bin gemutet. Gott. Es wäre jetzt peinlich gewesen, wenn ich die letzten, keine Ahnung, 10 Minuten gemutet geredet hätte. Und wäre ein sehr stilles Commentary. Okay. Lass mal so ein bisschen wieder sortiert. Wo waren wir denn vorhin? Genau. Wir waren vorhin noch beim alten Minecraft-Projekten. Was ist hier eigentlich passiert? Ist alles so komisch. So komisch. Zerlöchert. Das kommen sie her. Da, hier, genau hierher. Ja, genau. Eins, zwei, double. So, jetzt bitte nochmal. Wo ist dein Kumpel? Der will nicht mehr. Will nicht mehr gepuncht werden. Warte, wir machen das so und. Hallo? Hast du jetzt doch deinen Bruder mitgebracht? Hallo? Hüpf! Los, hüpf! So, perfekt, okay. Ich muss trotzdem mal hier runter. Kies. Gerade Wasser? Ja. Ich dachte, ich habe Wasser gesehen. So, jetzt habe ich mich unterbrechen lassen. Passiert ja nie. Das ist noch nie in einem Let's Play passiert. Dass ich mal unterbrochen wurde und vergessen habe, was ich eigentlich sagen wollte. Never happened before. Oh, Eisen. Moment. Nur kurz hier. Ah, hier war ich schon mal. Ach, ich erinnere mich. Fancy. Schaut interessant aus. Okay. Silber. Silber. Wo bin ich eigentlich inzwischen? 31. Okay. Alte Minecraft-Projekte. Das war's. Das Thema. Auch einer meiner Lieblings-Minecraft-Projekte von damals. Das Trust and Betrayal. Warte. Trust and Betrayal-Projekt. Das war eigentlich eins meiner Lieblingsprojekte von damals. Immer noch sehr schade, wie es damals gelaufen ist. Aber was soll's. Schwamm drum. Silber nicht vergessen. Es war ja immer noch so bescheuert, dass wir einfach so viel im. Das, also, vielleicht würde ich damals so viel im Voraus aufgenommen hatten, dass unsere Folgen eigentlich noch so lange gingen, obwohl wir eigentlich schon gar nicht mehr dabei waren. Wir hatten einfach so viel Spaß beim Aufnehmen. Auch die Kommunikation, dass man halt mit anderen jederzeit aufnehmen kann, das war halt so gut gemacht eigentlich. Vom Crossplay, Cross-Promotion her. Klar, die Kleineren haben davon wahrscheinlich ein bisschen mehr profitiert als die Größeren, aber trotzdem. Hallo. Na. Hallo. Das sind doch immer so schwer zu treffen. So, jetzt. Gut, und dann hatte ich noch ganz viele kleine Minecraft-Projekte. Wo ich verschiedene Modpacks ausprobiert habe. Ich glaube auch mal so ein Skyblock. Stimmt, dieses Running Red war ja eigentlich so ein Skyblock Challenge mit Mods und sehr viel Blood Magic. Stimmt, hatte ich am Regrowth noch in dieser, ich nenne es mal, postapokalyptischen Welt, die man wieder beleben muss. Das war eigentlich ganz cool gemacht, aber irgendwie war es dann. Klar, also ich hatte schon mal cooles, also war ich schon ganz cool gemacht, aber irgendwie war es dann doch sehr anstrengend. Man hat irgendwie gefühlt keinen Progress. Ich weiß nicht, ich weiß, es war irgendwas schon ganz cool. Also von der Idee her war es ganz cool, aber ich fand es dann irgendwo
doch irgendwie sehr kräftezehrend, fand ich. Nur meine Meinung. Ernsthaft, ich hab das nicht gut gemacht. Nur meine Meinung, keine Ahnung. Was hatten wir denn noch so? Gut, dann habe ich einmal versucht, mal das Rückschraft neu zu wiederbeleben. Das war letztes Jahr, aber das ist noch nicht das. Das war ja noch nicht alles. Oh Gott! Hm. Das Event schlechthin. Das Event, auf das alle gewartet haben, auf das das Finale immer noch ausstehen würde, theoretisch, was wir wahrscheinlich nie machen werden. Nuked. Die Idee von Lox, dass man Leute gegeneinander antreten lässt, mit die ihr Mod-Wissen auslassen müssen und diverse Maschinen bauen. An sich ja eine ultra coole Idee. Ja, die Maps, die wir dazu hatten, war ja auch ziemlich gut. Extra sogar eine neue Map gebaut und ah Gott. Und es nie vervollständigt. Ist das eigentlich so traurig. Hatten das auf mehrere Runden angesetzt. Und dann, ich glaube, wir hatten soweit die Runden, dass wir mehrere Sieger, ich glaube, vier Sieger hatten und die eigentlich nur noch hätten gegeneinander antreten müssen. Was aber nie passiert ist. Weil wir es einfach nie gemacht haben. Oh Gott, Nuked. Die Idee war schon cool, aber es ist, wir waren einfach nicht konsequent genug. Vor allem die Aufgaben. Ich fand auch irgendwann, dass es für uns schwer war, da noch wirklich Aufgaben zu finden. Aber adäquate Aufgaben zu finden, war, glaube ich, da gar nicht so einfach. Vor allem innerhalb von diesem 30 Minuten Zeitdruck. Vor allem, wir mussten ja auch. Das Problem, was ich persönlich fand, war eigentlich mehr, dass wir bestimmte Items vorgeben haben, damit. Haben wir natürlich die ganze irgendwie eine Herausforderung gegeben, aber in gewissermaßen auch zu sehr eingeschränkt oder zumindest, nein, nicht eingeschränkt, fast schon wieder zu viel vorgegeben eigentlich, weil wir ja eine ganz bestimmte Vorstellung hatten. Also das Problem für mich war eigentlich, man musste eigentlich schon vorher eine Vorstellung haben, für was für Geräte man dafür brauchen wird. Aber was ist denn eigentlich, wenn unsere Idee, wie das funktioniert, anders, vielleicht besser funktioniert hätte? Also sagen wir mal, macht eine sehr einfache Sortiermaschine. Obwohl, gut, das würde wieder gehen. Einfach zu sagen, macht eine sehr einfache Sortiermaschine mit genau diesen Items. Das würde wieder gehen, das wäre wieder gepasst. Aber wir haben ja, ich weiß gar nicht, was unsere Aufgaben waren. Was ich da machen muss, da müsste ich jetzt selber in die Folgen schauen. Also in die Videos. Aber ich fand das Problem, dass wir einfach das zu doch, es war zu restriktiv irgendwie, weil wir einfach sagen, das muss das und das drin sein. Es kommt, ja, es ist einfach, es kommt auf die Aufgabenstellung an. Unsere Aufgabenstellungen waren zu, die haben einfach nicht dazu gepasst, fand ich. Also ja, explodier halt. Machst du dir keinen Schaden. Ich weiß gar nicht, ich kann es gerade irgendwie nicht austragen. Wie heißt denn die Formulierung dazu richtig? Für das, was wir wollen. Nein, auch nicht. Ja, ich krieg's halt nicht gebacken, das kannst du nicht sagen. Hallo Essen. Ich persönlich fand, es hat einfach nicht so richtig zusammengepasst. Weil wir wollten ja eigentlich mehr, dass die mehr mit kreativen die sagen wir so, durch die Items, die wir vorgegeben haben, waren wir zu sehr schon auf eine Richtung fixiert und haben dafür halt keine, sagen wir, Kreativität offen gelassen. Beziehungsweise, wenn die Leute nicht wussten, hätten zwar die Aufgabe lösen können, sagen wir es andersrum. Das war eher das Problem. Dass manche Leute vielleicht die Aufgabe hätten lösen können, aber vielleicht nicht mit den Items, die sie dafür hatten. Und ich glaube, wenn man das heutzutage nochmal durchziehen wollen würde, müsste man das generell ein bisschen anders aufziehen. Keine Itemvorgaben, sondern Aufgabenvorgaben. Und vielleicht den Crafting-Aspekt ein bisschen abändern, weil wir hatten ja eigentlich bloß einen Haufen Items vorgegeben, Maschinen vorgegeben. Das heißt, wir mussten eigentlich auch schon sehr viel vorüberlegen, was für Maschinen könnten die alle brauchen. Und mussten da schon sehr viel Vorarbeit leisten. Ich frage mich gerade, ob, wenn man sowas nochmal machen würde, was geschickter wäre, den Leuten Creative zu geben und die Bass stecken sich einfach noch zusammen. Das heißt, der Crafting-Aspekt fällt weg, also sprich, so eine Extra-Dauer, wir haben bestimmte. Ja, genau, richtig, weil wir mussten dann auch noch in
daran denken, dass man nichts zu Kompliziertes eigentlich machen konnte, weil manche Dinge brauchen einfach unglaublich lange zu craften, wenn man nur mit den Basic-Ressourcen anfängt. Manche haben einfach eine Produktionszeit, die einfach fest ist. Es ist halt einfach nicht sofort fertig, wenn man jetzt Eisenerz in den Ofen steckt und wenn man einfach nur Eisen braucht dafür. Dass man das, wie gesagt, in den Creative machen würde. Das heißt, man müsste. Weiß nicht, ob das dann zu leicht. Ist es dann zu leicht? Für die Leute? Weil. Mein Gedankengang ist gerade, wenn man den Leuten Creative geben. Also werden wir den Leuten Creative geben, die hätten also sämtliche Maschinen, Energie und was weiß ich nicht gehabt. Stimmt, Energie war ja auch noch eine Sache da in dem Ganzen. Die sie gebraucht haben oder die brauchen würden, weil es schon zur Verfügung, dass sie dann zu schnell fertig wären. Na gut, hätte man wahrscheinlich trotzdem, kann man wahrscheinlich trotzdem machen, weil muss man halt entsprechend die Aufgaben anpassen, dass sie gewissermaßen komplizierter dann noch sind. Aber ich denke, das wäre, ich glaube, wenn man das heutzutage machen würde, wäre das, glaube ich, besser, wenn man denen so eine Art Creative gibt. Also Creative geben würde, in denen die Aufgaben einfach machen. Also wenn für ein Nuke Staffel 2, wobei Staffel 1 nicht beendet wurde, nein, ich glaube nicht, dass es das geben wird. Ich glaube, ich weiß, nein, ich glaube, ich würde wahrscheinlich sowas nicht machen, glaube ich, ich weiß nicht. Es wäre schon witzig, aber nein. Ich grab nicht nochmal einen Totgeglaubten wieder aus. Einen Totgeglaubten, einen Toten wohl eher. Nicht nochmal aus, das stinkt bloß. Tote stinken meistens, ja. Oder sind skelettiert. Obwohl, wenn es skelettiert ist, dann stinken sie ja nicht mehr, weil er ist nichts mehr dran, was er wissen kann. Ha. Ja. Okay, trotzdem, ich glaube, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ja. Ansonsten, Minecraft-Projekte hatte glaube ich gar nicht mehr so viel, oder? Ich glaube, ich habe so die wichtigsten auf jeden Fall. Gut, ich hatte noch das Hexit-Let's Play mit Wolfi. Wir hatten noch, ach stimmt, wir hatten noch KSLW mit Wolfi. Da hatten wir ja nochmal KSL plus mit Wolfi. Und hier nochmal, ich weiß nicht, welchen die Schlucht noch rein, mal kurz überlegen. Russian Stuff, ne? Wie viel Platz habe ich eigentlich noch? Eigentlich auch nicht mehr so viel. Ich glaube, ich gehe langsam wieder so Richtung zurück. War das hier zurück? Doch, ich glaube, das hier war zurück. Ja, das hier ist zurück. Er hat mich gesehen. Moment. Jetzt. Gerade kurz verwirrt. Geht's hier weiter? Wo? Okay, jetzt muss ich wirklich kurz überlegen, wo komme ich hierhin zurück? Ich würde nämlich gerne jetzt wieder aus der Höhle rausfinden. Ich meine, dass es hier rausgeht. Schaut zumindest alles erleuchtet aus. Und das hier kann ich mich erinnern. Genau, da hinten bin ich auf jeden Fall noch nicht lang gegangen. Ja, doch, ich komme von da oben. Dann habe ich mich hier so komisch rumgebaut. Da waren die beiden Zombies, die ich hier verkloppt habe auf dem Stein. Das heißt, hier geht es zurück. Genau, dann heißt es geht hier zurück. Ja, nee, dann geht es hier hoch. Hier hoch, genau. Da habe ich mich hier so leicht runtergebaut. Und dann hier wieder rum und da hoch. Ja. Okay. Wo war ich denn gerade? Moment, muss mal kurz zurückfinden. Da, jetzt hat da ist der Ausgang. Da gleich. Ist sogar Tag. Welch ein Glück. Ich hätte einfach die Uhrzeit schauen können. Steht doch rechts oben, dass Daytime ist. Ich merke aber gerade, oder generell zur Zeit, wie sehr, wie ungewohnt Let's Play eigentlich wieder für mich ist, weil ich weiß nicht, ob es an Stimme merkt.
Aber die kratzt mir eigentlich wieder gleich wieder ab. Ich glaube, nach der Folge werde ich auch wahrscheinlich beenden. Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also keine Sorge. Es ist noch nicht gleich vorbei. Weil ich meine Aufnahme ist ja schon auf jeden Fall beenden müssen. So, Kirschen. Ein Haufen Kirschen. So, apropos Kirsche. Kirsche essen. So, jetzt habe ich wieder einen Haufen Stuff. Also, ich habe hier ein paar Erze. Das ist anderer Stuff. Halt, nein, du bleibst erstmal hier. Die Kohle, die packe ich hier mit rein. Was bist du? Andesit. Oh, hier ist noch Bauxit und Blei. Hast du das wieder reingeschmissen? Ja, offensichtlich. Ein bisschen Silber, sehr viel Eisens, relativ viel Kupfer, kaum Bauxit, ein bisschen Blei, ein bisschen Silber. Ist ja nicht was drin? Nö. Ist es nicht. Okay. Dann haben wir jetzt hier noch ein Crafting Table. Das ist so ein Reise-Crafting Table. Das packen wir hier mit kurz rein. Dann bin ich gerade überlegen, will ich hier das auf der direkt gegenüber sozusagen machen? Auch wieder wahrscheinlich hochgehend, oder? So ähnlich wie hier. Selben Höhe. Ach komm, ja doch, machen wir das so. Dann rüber zum. Machen wir das so und so. So, das Hinterausgang. Ah ne, Moment, ich bin eins zu früh. Das muss hier, dann kommen die Treppen hin, dann machen wir es genauso wie hier. Treppe, Treppe. Treppe. So, und dann sind wir hier auf derselben Ebene. So, genau. Gut, da kommt halt jetzt noch das Holz dann hin und alles, aber erstmal, dass wir hier auf der richtigen Höhe sind. Das für die Höhe. Wie weit geht denn das hier? Vielleicht machen wir kurz mal eine Stichprobe. Wie weit muss ich denn hier durch? Ah ja, hier bin ich schon raus. Okay, perfekt. Wie schaut denn das generell mit der Höhe aus? Perfekt, die Höhe ist ja auch. Genau, perfekt, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Hier ist der Kirschbaum. Ha. Cool. Da flog mir glatt vor Freude die Spitzhacke aus der Hand. Unglaublich. Genau, dann geht das hier so raus und führt mich dann in die hinteren Felder. Und müssen gucken, wie ich das mache. Vor allem, jetzt wird es wieder dunkel. Schon 10. 10 ist fast Schlafenszeit. Ich glaube, irgendwie 10, 27 oder so ist, glaube ich, die erste Möglichkeit zu schlafen oder so. Mal gucken, warte mal ganz kurz. Damit ich da jetzt nicht überrascht werde. Und dann machen wir da die. Warte mal, eigentlich kann ich schon mal vorbereiten. Wir haben hier noch ein paar Treppen, hier noch ein bisschen Holz davon, hier noch ein bisschen Spruce. Gehen wir kurz. 27, genau, 10, 27. Ist genau Schlafenszeit. Gehen wir her, Treppe, 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 Treppe. Und dann ändern wir das dann gleich mal zu Holz. Und das führt dann hier raus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch ein Räumchen machen will. Machen wir erstmal hier das Holz hin. Das ist. Ja, das ist zwar auch Holz, aber das sind Treppen. Moment. So. Genau. Ich glaube, dann machen wir das vielleicht. Ha. Moment. So. Bisschen mehr portalmäßig, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, das hier kommt so ein bisschen weg. So, dann haben wir hier so wie so ein Tor, das hier rausführt. Könnte man dann auch mit Chiseled Stone machen, würde ich sagen. Chiseled Stone? Habe ich Chiseled Stone? Ich habe hier noch ein bisschen Chiseled Stone. Generell, ich glaube, könnte ich es generell so ein bisschen mehr als dekoratives Element benutzen, oder? Muss ich mal dann gucken. Aber dass man hier so sagt,
Das hier ersetzen. Ich hätte es einfach davor klatschen können, ne? Hätte ich auch ein bisschen längeren Gang gehabt. Egal, das habe ich schon so gemacht. So. Hier so raus. Und dann. Ach komm, ich brauche das hier, glaube ich, auch noch. Hier die Ecken. Mit den Stone Bricks. Ah, sind noch gar nicht chiselt. Das ist ja. So. Hier ebenfalls. Perfekt, genau. 5 auf 5. So. Ein bisschen so und so. Was ein bisschen komisch ausschaut, wenn das ein bisschen weiter unten. Oder mache ich es ganz hoch? Nochmal F7. Jetzt habe ich hier so eine kleine Stelle. Das heißt, hier muss auf jeden Fall noch was hin. Machen wir das hier gegenüber. So. Ah, dann habe ich hier das sehr dunkel. Hm, das ist ein bisschen blöd. Wenn wir das alles jetzt runter machen. Doch eher so. Warte, F7 beibehalten. Ja. Nee, ich muss bis weiter runter machen. Das geht so nicht. Schaut halt hier ein bisschen komischer. Na gut, ja, das passt schon. Machen wir das so. So. Und so. Dann ist ja auch. Muss ich das doch hier ins runter machen? Dass es hier genau in der Mitte ist, dann nicht. Machen das einfach eins näher da dran, dann ist das ja auch ausgeleuchtet. Okay. Hallo. Optimales Ausleuchten. Okay. So. Warte. Hier machen wir noch ein zwei Dingens hin. Zap, zap. Dann ist das ja auch ausgeleuchtet. Perfekt. Okay. Gut, 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 gut. Dann schauen wir es. Ja, perfekt. Ja, das schaut doch schon mal ganz gut aus. Das wird ja schon mal was. Müssen wir dann noch die Dinge, die Eckpfeiler dann hier gleich ändern. Das ist Andesit. Schade. Koppel weg, Granit weg. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession. Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.